Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Ja. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Da kommst du wieder. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber... das ist dann nicht mehr mein Problem. Ich bin echt froh, was für eine dass Sauerei. Ich deinen Job nicht machen muss. Interessante Geschichte. Und ich dachte, jetzt quatsche mich nochmal an. Och, Mann. Zweifacher Verbrecher hier. Größter Verbrecher in der Stadt. Hier ist er. Na gut. Passiert, ne? Jetzt erstmal hier hoch. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Ich bin ein Abtrünniger der Alps.
Ich komme tatsächlich nicht aus Sedan. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Oh oh. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. Brauche Schutz, brauche Informationen. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Hm. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Mann. Ja. Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Ja. Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe ihr das Sagen. Das sagtest du bereits. Hm, du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps vor Goliath, gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Viertel? Das ist schon eine große Stadt. Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Also ehrlich gesagt, die Rüstung sieht schon ganz cool aus von ihm. Der Bogen sieht sowieso geil aus, aber beim Helm hat es dann irgendwie aufgehört, finde ich. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln.
Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Boah. Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Weil du mir deine Unterstützung angeboten hast. Wenn du hier bist, um nur auf die Schnelle ein paar Splitter zu machen, wirst du niemals zum Berserker taugen. Also tu, was ich verlange, sonst wird dir unsere Gemeinschaft auf ewig verwehrt bleiben. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht... Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Neue Mission. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Klar. Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. So. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich so immer was zu Namen. Tun. Und er bildet da sicher keine Ausnahme. So, jetzt frage ich erst... Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. So, jetzt würde ich erstmal fragen, wie ich mich mache, und dann wird er sagen, ich bin ein Schläger und ein Dieb. Wie mache ich mich? Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ja? Ich dachte, er sagt zu uns, dass wir ein Verbrecher sind. Aber das scheint, weiß ich nicht, nicht so zu sein. So, jetzt haben wir mit dem Chef schon mal gesprochen. Hier ist ein Durchgang. Okay, gut, da werden wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Na, am Anfang. Was gibt's denn? Klettern. Ja. Da gehe ich gleich hin. Guck erstmal, was ich. Boah, hier sind große Verteidigungsanlagen. Hier einer. Da steht auch nicht verboten irgendwie. Bin ich jetzt also geduldet als Verbrecher? Ach, der klaut sowieso. Den brauchen wir es gar nicht mehr verbieten. Wäre geil. Aber ich glaube nicht. So, was haben wir hier? Hier können die Leute reinspringen. Springen, die sich umbringen wollen oder so. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Bin dagegen. Ich bin der größte Verbrecher aus eurer Stadt. Nein, eigentlich bin ich ja dafür. Dafür. Interessant. Wirklich, das wird interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da überrascht es mich schon etwas, dass du mit unseren Gesetzen vertraut bist. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wer bist du? Erstmal. Mein Name ist Ormir.
Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Okay, was? Wobei soll ich dir denn helfen? Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Okay. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Also hier unten. Trotzdem erstmal sagen, ich gucke mich erstmal hier in der Stadt um, bevor ich jetzt irgendwie wieder aus der Stadt gehe, weil ich glaube, wir werden hier einige Aufträge bekommen und wenn ich dann wegen einem Auftrag aus der Stadt rausgehe, dann die Quest abgebe in der Stadt wieder und mir dann wieder einen Auftrag hole, dann kann ich auch gleich, wenn ich außerhalb der Stadt bin, alle Aufträge machen. So denke ich mir das. Du bist bestimmt... Oh, man kann mit dir sprechen. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus. Gut. Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Also gut. Wusste ich es doch. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Also ein Dieb? Oder? Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Du suchst also Raritäten? Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Also doch ein Dieb. Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön, natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Soll ich hier mal die Waffen erklären? Kannst du diese Waffen gebrauchen? Ja, bist du denn verrückt? Das ist ja Zeug von den Klerikern. Ich habe dir zwar gesagt, ich sammle Raritäten, aber das ist sogar mir zu heiß. Wenn ich mit dem Zeug erwischt werde, kann ich mir gleich eine Grube ausheben. Ich gebe dir einen guten Rat, werd das Zeug so schnell es geht los. Und hier hast du ein paar Splitter, damit du vergisst, dass wir überhaupt darüber geredet haben. Ach, schön.